Hey, willkommen zurück hier am Donnerstag. Lange habt ihr darauf gewartet. Heute gibt es ein neues Live-Flirt-Video. Und zwar einen meiner Lieblings-Live-Flirts habe ich für euch heute dabei. Und zwar möchte ich, dass ihr in diesem Live-Flirt, den ich immer zwischendrin so ein bisschen kommentieren werde, einfach mal speziell darauf achtet, wie wenig sinnvolle Dinge ich mit dieser Frau tatsächlich rede. Das ganze Gespräch über ist nur Ironie, ist nur Sarkasmus. Was zum einen daran liegt, dass ich ein Mensch der Ironie und des Sarkasmus bin, gerade wenn es ums Flirten geht, was auch daran liegt, dass sie das auch war. Und das Gespräch war für mich persönlich eins der coolsten Gespräche, das ich jemals geführt habe mit einer Frau. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Der ganze Nachklang mit der Frau war auch cool. Also wir haben uns schon über längere Zeit gesehen. Das war alles sehr cool, hat alles sehr gut gepasst. Genau, und deswegen möchte ich heute mit euch diesen Live-Flirt teilen, eben mit besonderem Augenmerk darauf, wie wenig wirkliche Informationen wir austauschen, wie wenig richtiger Informationsaustausch hier stattfindet, denn es ist meist, der Flirt ist fast komplett spielerisch und flirty. Ich werde das immer wieder kommentieren. Es gibt viele Rollenspielelemente in diesem Flirt, also wir machen oft Mann-Frau-Rollenspiele während dieses Gesprächs. Das klappt auch wunderbar zwischen uns beiden. Und so sollte optimalerweise für mich zumindest ein Flirt aussehen. So macht mir das Spaß, so habe ich Freude dran, so rede ich auch gerne lange mit den Frauen. Und ja, ohne weiter groß zu reden, wollen wir einfach gleich mal einsteigen. Du siehst gleich die erste Szene und da möchte ich dich gleich mal darauf hinweisen, ich gehe in diesem Flirt mit der Frau mit. Also ich gehe neben der Frau und spreche sie im Gehen an und gehe dann einfach mit ihr mit. Du kannst die Frau auch anhalten, du kannst mit ihr mitgehen. Das kommt immer so drauf an. Die beiden waren so ein bisschen schlendernd unterwegs. Das ist ein Zweier-Set. Wenn jetzt eine Frau richtig schnell unterwegs wäre, würde ich sie nicht anhalten. Quatsch, würde ich nicht mitgehen, weil sie dann halt offensichtlich sehr schnell unterwegs ist. Würde ich sie wahrscheinlich hier anhalten und die Situation von da aus nehmen. In diesem Fall habe ich einfach, ich nehme ihr gegangen und habe gesagt, ihr beide seid genau mein Tempo. Und dann siehst du gleich, hat sie sich sehr erschrocken und war komplett verwirrt. Und worauf ich dich hier an der ersten Stelle mal hinweisen möchte, ist, wie ruhig ich bleibe an dieser Stelle. Ich weiß, viele Männer tendieren dazu in Gesprächen, gerade wenn unerwartete Sachen passieren, ich kenne das aus den Coachings, tendieren viele Männer dazu, so ein bisschen nervös zu werden oder ah, okay, sorry, und einfach mal darauf achten, wie ich einfach hier ruhig bleibe und ihr sage, hey, beruhig dich erstmal, alles entspannt. Denn Ruhe ist ein ganz wichtiger Faktor im Flirt, im Gespräch, denn nur wenn die Frau deine Ruhe spürt, kann sie sich im Gespräch wohlfühlen. Wenn sie spürt, dass du absolut unruhig bist, dann wird sie sich auch unruhig fühlen, ganz wichtiger Faktor. Aber jetzt starten wir einfach mal ins Gespräch und ich werde, wie gesagt, immer zwischendurch mal kommentieren. Wünsche dir viel Spaß bei diesem sehr speziellen Live-Flirt. Ihr seid genau mein Tempo. Oh Gott. Nein. What the fuck? Was ist los, ja, bei dir? Komm erst wieder runter, alles gut. Was? Komm erst wieder zur Ruhe. Wer fährt ein Jahr nach Thailand? Ich nicht, leider. Nicht? Ich hatte nicht diese wertvolle Erfahrung nach dem Abitur, ein Jahr nach Thailand zu fahren. Weil du nein, Australien ist doch der. Australien ist der Spot. Ja, ja, Australien, Neuseeland. Du warst in Neuseeland? Also ich war schon überall. Oh, ja. Nein, ich war auch nirgendwo. Ich habe zu Hause gearbeitet in einem kleinen Supermarkt. Ja, yeah, ich arbeite im Baumarkt. Oh, cool. Ja, ja, ja. Ich spüre schon diese Baumarkt-Supermarkt-Verbindung. Ja, merkst du das? Nicht. Krass. Was? Ja, ich bin. Ist das, weil du, das heißt, wenn ich irgendwas erledigt habe mit dem Garten, dann rufe ich dich an und dann bist du, ja, machst du genau, das klar, oder wie? So, was du an dieser Stelle hier gleich siehst, was jetzt gleich kommt, ist, dass sie so einen Rollentausch beginnt. Das macht sie, weil sie allgemein eine Person ist, die sehr gerne sarkastisch und ironisch ist. Und sie beginnt dann so einen Rollentausch, indem sie sagt, dass sie einfach das Haus baut, sie macht die Gartenarbeit und so weiter. Das siehst du gleich genauer. Ich weiß es vom Wortlaut her gerade nicht. Und solche Rollentausch-Sachen sind ganz großartig. Im Flirt, auf dem ersten Date, die kannst du gerne anbringen. Ich mache das auch super oft, dass ich Dinge mache wie, sag mal, hast du mir gerade auf den Hintern geguckt? So, meine Augen sind hier. Oder ich sage Dinge wie, ach, die Frauen. So, ich kann mich gar nicht, ständig sind die überall und die wollen immer nur meinen Körper. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Also einfach so ganz klassische Dinge, die du nimmst und die du umkehrst. So ganz klassische Stereotype. Zum Beispiel, Männer müssen immer viel Geld verdienen oder Frauen werden immer, weiß nicht, guckt man immer nur auf die Brüste oder was auch immer. Nimm diese Dinge und dreh sie um und dann macht ihr so ein Rollentauschspiel. Und du siehst gleich, wie wir das Ganze noch ein bisschen weiterführen hinzu, ja, dann ziehen wir zusammen in ein Haus und dann machen wir unsere Hochzeitsreise dahin. Und das ist super toll, so spielerische und flirty Elemente in den Flirt einzubauen. Und eine Sache, nach der speziell ich immer suche in Flirts, sind Frauen, die auf sowas eingehen können, weil ich weiß, mit diesen Frauen werde ich Spaß haben, das wird irgendwie lustig.
Und schauen wir mal rein, wie das jetzt hier läuft mit dem Rollentausch, den sie an dieser Stelle initiiert. Ja, und bau deine Gartenlaube zusammen. Voll gut. Voll gut. Ich bringe dann so einen Zitronensaft oder sowas. Ja. So einen Fruchtsaft. Wir machen einfach so Rollentausch. Ja, ich koche, pass auf das Kind auf. Ja, genau. Du machst die Gartenarbeit. So Hornbach, es gibt immer was zu tun, weißt du? Ich baue das Haus zusammen und du stehst in der Küche. Du baust das Haus zusammen? Ja, na, ich baue unser Haus, weißt du, wo wir dann okay. Ja, ja. Ich habe gesehen, neuerdings, es gibt 3D-Drucker tatsächlich, die ein Haus drucken können. Ja, echt? 10.000 Euro. Ja, 10.000, glaube ich, ne? Ja, 1.000? Sind sehr, also 10.000 sind trotzdem noch mega gut. Krass. Für ein Haus. Ja. Mega, ja. Ja. Ich glaube, wir lassen es einfach so ausdrucken, weißt du? Das ist günstiger. Ja. Dann haben wir mehr Geld, um nach Australien in die vierte Woche zu fahren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Siehst du, dann können wir das halt gemeinsam nachholen, dass wir nicht da waren. Können wir so das Sydney-Great-Barrier-Reef von Haien auffressen lassen? Geil, ja. Ich mache mit so einem Cage. Du kannst ja so in eine freie Wasserwildbahn gehen. Ja, ja. Ich mache immer mit Cage. So, was? Was? Mal talken. So, jetzt kommt eine sehr interessante Stelle und zwar sagt sie gleich zu mir, was ist los bei dir? Warum reden wir eigentlich miteinander? Hier auch wieder so eine Stelle, wo ich weiß, dass viele Männer da aus der Fassung geraten wären und sich vielleicht angefangen hätten zu rechtfertigen, so, ja, weiß ich auch nicht, dies und das. Deswegen reden wir, pass auf, ich habe dich gesehen und ich hoffe, ich störe dich jetzt nicht oder was auch immer. Und es ist gar nicht nötig, hier so aus der Fassung zu geraten. Was du ganz einfach machen kannst in solchen Situationen, wenn die Frau dich so ein bisschen herausfordert, ist natürlich auch eine ganz normale Frage, irgendwo aber auch eine Art Herausforderung. Was du machen kannst, ist, dass du einfach die Frage zurückspiegelst, so zurückwirfst. Das habe ich hier auch an der Stelle gemacht, wirst du gleich sehen. Sie fragt mich, was ist eigentlich los mit dir? Und ich frage, was ist denn los mit dir? Und dann fragt sie, warum reden wir miteinander? Und ich sage ihr, ja, ich hatte das Gefühl, du brauchst so einen Gesprächspartner, was dieses Auslandsthema angeht. Kurz zurück, als ich neben ihr hergegangen bin, hatte ich gehört, dass die beide sich über Auslandsaufenthalte unterhalten haben und darauf habe ich dann auch in dem Moment angespielt. Das heißt, ganz entspannt, du musst jetzt nicht einen auf, ich brauche die super Erklärung und muss jetzt die krass 1A-Erklärung liefern. Ich bleibe an dieser Stelle spielerisch und dann hat sich das Ganze auch erledigt, aber schauen wir mal weiter. Was ist los bei dir eigentlich? Gar nichts, was ist los bei dir? Alles gut. Warum bei mir auch. Ich habe halt gemerkt, du brauchst jemanden, der mit dir über dieses Auslandsthema redet. Und dann dachte ich mir, guck mal, ich bin prädestiniert dafür. Ja, ja, auf jeden Fall. Mein Mitbewohner war in Neuseeland. Wie alle. Ja, wie alle. Was machst du sonst so, wenn du nicht im Ausland bist? Ungefähr so frage ich auch immer Fragen. Ja, sonst bin ich hier. In Berlin? In Berlin meistens, was machst du studierst? Nein, ich bin selbstständig. So wie jeder hier. Jeder hier ist doch selbstständig. Hast du ein eigenes Startup in der Medienbranche? Ich habe ein eigenes Startup in der Nein, tatsächlich nicht. Nicht so. Nein, ich bin so ein Solopreneur, also ich einfach ich alleine. Was? Das ist ganz entspannt. Ich alleine, also ich habe kein Startup, ich bin einfach alleine selbstständig. Okay, was macht man als alleine selbstständig? Ganz viele spannende Sachen. Nichts. Man sagt den Leuten, man wäre selbstständig und verdient aber kein Geld. Was machst du denn? Ich studiere Chemie. Chemie? Ach, laber nicht. Ja, guter Kumpel von mir studiert Chemie und machst du schon Doktor oder? Was? Ich bin im Bachelor. Jetzt siehst du gleich, wie wir wieder in das Rollenspielding abtauchen. Diesmal noch ein bisschen tiefer, ganz großartig. Ich halte dir die Tür auf und sie geht durch und dann sage ich ihr, eigentlich hättest du die Tür aufhalten müssen als Mann. Und dann gehen wir über, wer dem anderen was kaufen muss, wer schneidet kurz das Thema Sex an, sie hat die Kreditkarte und bezahlt mir das Geld und dann beschwere ich mich als Frau, weil sie mir keine Ohrringe schenkt. Du siehst das alles gleich, aber einfach mal darauf achten, wie wir dieses Rollenspiel hier zusammen weiterführen. Und wie gesagt, das funktioniert nicht immer, weil du brauchst eine Frau, die da auch mitspielt und du erkennst auch, wenn eine Frau zum Beispiel diese Rollenspiele mit dir mitspielt, wenn sie auf die Sachen, die du machst, eingeht, wenn du sozusagen eine alternative Realität schaffst, zum Beispiel wir sind zusammen oder wir sind in diesem Rollenspiel Mann-Frau, wenn die Frau sich darauf einlässt, dann ist es ein starkes Zeichen dafür, dass da auf jeden Fall Grundinteresse vorhanden ist, denn sie könnte auch einfach sagen, geh mal weg, verpiss dich mal oder sowas, was extrem unfreundlich wäre, aber es kann natürlich passieren. Aber du merkst einfach, sie steigt darauf ein, das heißt, hier ist schon mal ein Grundinteresse vorhanden und einfach nur mal zu sehen für dich, wie wenig Sinnvolles wir eigentlich in diesem Gespräch geredet haben. Du wirst sehen, am Ende tauschen wir dann unseren Namen aus, das Ganze ist aber rausgeschnitten, damit ihr Name nicht drin ist. Aber wir tauschen erst ganz am Ende unseren Namen aus und eigentlich hätten wir es auch lassen können, denn wichtig war es nicht. Wir hatten eine Connection auf einer Ebene, wir haben uns verstanden und wir haben uns auch gefallen und
Genau, deswegen ist der Namenaustausch und der Informationsaustausch hier nicht so wichtig. Aber dieses Spielerische ist wichtig, dieser Flirt zwischen uns, diese Energie zwischen uns ist das, was hier wichtig ist. Also gucken wir mal weiter, wie es hier mit dem Rollenspiel weitergeht. Ich bin in der Bachelor, ja, aber ich werde auf jeden Fall meinen Doktor machen. Ja, du hättest mir eigentlich die Tür aufhalten müssen. Ah, Rollentausch. Ja. Du bist ein richtig schlechter Mann. Soll ich dir meine Kreditkarte geben? Du kannst mir deine... Erstmal gibst du mir deine Visitenkarte. Das ist Schritt 1. Kreditkarte ist aber auch nicht schlecht, ja. Du hast die Visitenkarten, sehr schön. Ich bin so ein Student. Ja, aber du bist der Mann und der hat die Visitenkarten. Ich habe doch keine Visitenkarten. Ich habe die Kreditkarten und dir deinen teuren Lebensstil. Oh, okay, also ich hänge nur zu Hause rum und wenn du nach Hause kommst, dann haben wir Sex und dann bist du befriedigt und ja, genau. Dann kann ich und mir teure Sachen kaufen. Ich dir Ohrringe. Echt? Findest du meine Ohren nicht auch so schön? Nein. Das hätte ein Mann nicht gesagt. Guck mal, du hast es nicht drauf, der Mann zu sein. Ja, du okay, wie macht man das? Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe zu meiner Mama und nimm die Kinder mit. Du musst ja, so macht man das. In 3 Monaten noch mal vorhalten, dann ist es okay. Oh, okay, ich sehe, du kannst beide rollen. Ja. You've got them both, okay? Jetzt lernt man als Chemikerin, als Chemiestudentin so ein bisschen so spielerisch und sarkastisch zu sein, oder? Das ist schon so ein bisschen so eine... Ne? Ist das so? Ja. Hier, High Five, das finde ich sehr sympathisch. Oh. Geschick ist dir nicht angeboren. Nein. Deswegen explodiert bei mir das Labor. Aber es ist schon in Ordnung. Beim Kumpel ist jemand verbrannt. Der ist lebendig verbrannt. Ja, ja. Das war, hast du auch schon mal fast also gemacht. Also unser Prof ist abgebrannt. Ja, mein Prof? Wie jetzt? Komplett nein. Abgebrannt? So tot ja. Abgebrannt? Nein. Also unser Professor. Das war ja geschickt. Das hat er ja geschickt geregelt. Hat mich letztens dazu gezwungen, mich dahin zu setzen. Echt? Da war so ein, hallo, mein Name ist Michelle und deine Haare ist so geil. Und er meinte dann so, also normalerweise, wenn du machst, glätte deine Haare, ist wie ein Chicken McDonald's verbrannt. Und ich saß so eine halbe Stunde. Hat der Verkäufer zu dir gesagt? Ja, der war so total. Guter Verkäufer. Der hat das die ganze Zeit gehört. Und der meinte, heute nur 180 Euro. Ich kaufe doch ein Bett, also 180 Euro, wenn ich das einmal im Jahr benutze. Ja, aber es rentiert, es lohnt sich. Der guckt deine Haare. Und ich so, nein, es ist mir zu teuer. Und der war so richtig, er ist so sauber. Ich so, das ist dein Drittel von meinem Gehalt. Ich kann mir das nicht leisten. Also, ja, wieso? Ist es zu teuer? Komm, es ist gar, ist gute Produkt. Hat er nicht, Downside hat er nicht weniger gemacht? Hat er nicht den gesagt, heute nur 49 Euro? Ja, na, erst hat er. Erst hat er keinen Rabatt gemacht? 80, dann meinte er, nur für dich 160. Und dann sagt er, naja, wahrscheinlich. Originalwert 4 Euro oder so. Und oh, guck mal, deine Victoria's Secret hier. Super. Limited Edition. Ein Kumpel von mir, mit dem ich unterwegs war, der hat hier mal so eine ältere Frau angesprochen. Und dann hat sie sind sie irgendwie ein Stück gegangen zusammen, keine Ahnung. Und dann, wie du jetzt? So wie ich jetzt, genau. Okay. Hat eine ältere Frau angesprochen halt. Ja, ja. Und dann... Du bist 16? Ja, das dachte ich mir 60. Schon. Ach so, oh, da hast du dich aber... Geht noch gehalten. Klar, ja, ja. Ohne Rauch und ohne Trinken. Ja, ich hole mir ältere Frauen, so wie sich ein Mann ältere, nee, andersrum, eine Frau ältere Männer holen würde. Dann war er da, sie hat ihn dann da unten mit zu dem Stand gebracht, der da unten ungefähr ist. Und dann hat er tatsächlich irgendwie für 90 Euro was gekauft, obwohl er eigentlich irgendwie sie nur ganz süß fand. So. Weißt du, er kommt so wieder, ich so, du hast nicht was gekauft. Er so, doch, ich so, für wie viel hast du bezahlt? Er so, 90? Ich so, das kann nicht dein Ernst sein. Ja, das ist so ein Mann bin ich. Nein? So ein Mann bin ich. Weil du kein Geld hast. Ich hab Geld. Ich stehe nur auf Männer mit Geld. Oh. Make it rain. Werf dich mit 1 Cent. MIT, make it rain. Okay. So, jetzt sind wir kurz vor dem Ende des Gesprächs und ich möchte gleich weitergehen. Deswegen sage ich ihr, dass ich jetzt gleich umdrehen werde, aber dass wir eine coole Connection haben und schlage vor, dass wir doch mal morgen Abend was trinken gehen könnten. So, sie sagt dann, sie kann morgen Abend nicht. Und dann gehen wir noch mal kurz in dieses Rollenspiel von wegen, hey, als Mann müsstest du aber Zeit für mich als Frau haben. Lachen noch mal kurz zusammen. Und dann gehe ich einfach darüber oder dahin über, mit ihr die Nummer zu tauschen, um dann zu einem anderen Zeitpunkt mit ihr das Date auszumachen, was dann auch dann später auch funktioniert hat. Versuch gerne vor Ort das Date auszumachen. Wenn es nicht klappt, holst du die Nummer und machst dann im Nachhinein das Date aus. Okay. Ich werde jetzt gleich umdrehen. Okay. Aber ich habe das Gefühl, wir haben eine ganz coole Connection. Mhm. Ja. Deswegen lass uns doch gerne morgen Abend was trinken gehen. Morgen Abend? Ja. Morgen Abend kann ich nicht.
Also man macht sich natürlich Zeit für seine Frau, ist doch ganz klar, weil sonst hole ich mir einen anderen Lover, ist ja klar, oder? Da kann ich wirklich nicht. Da würde man natürlich auch die Ehefrau mit zu einladen. Also wenn es ernst wäre. Ja? Ernst. Wie? Das ist nicht ernst. Es ist ernst für mich. Schatz. Was ist das, was wir hier haben? Ich hatte 3 Affären. Und dann geht ihr jetzt hier hoch, da habe ich keinen. Dann lass uns connecten und wir finden mal einen anderen Termin. Also mit dieser Nicht-Begeisterung kann ich nicht arbeiten. Du kannst aber nicht arbeiten. Wer heißt du eigentlich? Ah, Tim. Dein Mann. Ja, mach mal was Lustiges, dann muss ich das selbst nicht machen mit dem Lustigen. Ich spreche mich einfach als Ehemann ein. Oh, du denkst alle, so, du bist schwul, so weißt du, das ist so. Hoffentlich. Smiley hintermachen so. Nein, nein. So, diese zwei Küsten. Du hast viel zu viel Spaß damit. Ich finde den Diamantring nicht. Nimm den Diamant. Nein. Der Diamantring ist bei den Menschen. Woher weißt du das? Ich benutze ihn so oft. Ich habe ihn noch nie gesehen. Oder gesendet. Braucht ihr noch ein bisschen? Ja. Ja, egal, dann machen wir mal den. Den Tanz. Viel Spaß damit. Jetzt noch eine kleine Sache, auf die ich dich hinweisen möchte zum Ende hin. Ja, sie sagt jetzt gleich, wir sehen uns dann. Und ich sage zu ihr, ja, vielleicht. Und das ist so eine Sache, die man machen kann. Wie gesagt, ich bin sehr gerne spielerisch in Flirts, das macht mir persönlich Spaß. Es macht auch Spaß, nicht immer super vorhersehbar zu sein. Wenn sie jetzt sagt, hey, wir sehen uns dann, du könntest ja auch sagen, oh ja, genau, dann sehen wir uns. Ich rufe dich morgen an, so gegen 14 Uhr. Ist es okay? Passt das dir? Das könntest du natürlich auch sagen, aber du kannst auch einfach mal ein bisschen mysteriöser sein, du kannst einfach ein bisschen spielerisch sein und sowas sagen wie ich an dieser Stelle. So, ja, vielleicht. Natürlich hatte ich vor, diese Frau wiederzusehen, weil sie mir einfach gefallen hat. Und ich denke, das hat auch sie gewusst. Aber es ist einfach spielerisch, es ist lustig. Und vor allem unser ganzes Gespräch war spielerisch und dann führe ich es natürlich an dieser Stelle auch spielerisch weiter. Aber schauen wir einfach mal in den Clip rein. Wir sehen uns. Vielleicht, ja. Ich klingel dich noch kurz an, das ist auch meine Nummer. Das ist aber ein guter Smiley, das hast du toll gemacht. Oder? Der lila Mann. Cool. Viel Spaß euch. Passt, ne? So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Das ist der ganze Clip und was ich einfach krass an diesem Flirt fand, erstens hat er mir enorm viel Spaß gemacht. Ich habe mich danach zu meinem Kameramann umgedreht und habe ihm gesagt, siehst du, das ist die Art von Frauen, die ich kennenlernen will. Das ist die Art von Frauen, mit denen ich sprechen will. Sie hatte mir optisch gut gefallen, sie war lustig drauf, das Ironische, Sarkastische war toll, war einfach ein sehr, sehr cooler Flirt. Und dir einfach mal gezeigt, wie wenig sinnvolle Sachen du machen musst, wie ein Flirt tatsächlich aussehen kann. Wohlbemerkt, diese Frau kannte ich nicht. Und wir haben halt auf so einer Ebene miteinander kommuniziert gleich. Das wird nicht bei jeder Frau funktionieren. Das wird bei den Frauen funktionieren, die irgendwie zu dir passen, von der Art und Weise, wie du bist. Humoristisch, ironisch, sarkastisch. Wie gesagt, das wird nicht bei jeder Frau funktionieren. Und das muss auch nicht bei jeder Frau funktionieren. Du musst auch nicht nur solche Gespräche haben. Ich hatte auch schon normale Gespräche und es ist was Tolles draus geworden. Das will ich gar nicht sagen. Nur musst du halt auch schauen, was macht dir Spaß beim Flirt. Es geht ja auch darum, dass du Spaß hast. Wozu solltest du es machen, wenn du keinen Spaß hast? Dann ist der Sinn ja weg. Und mir zum Beispiel macht es Freude, solche Gespräche zu führen. Ich möchte dann nicht immer solche Gespräche mit der Frau führen. Ich möchte mich auch normal mit der Frau unterhalten können. Klar, sonst ist es ja langweilig irgendwann. Aber mir macht es einfach Freude, so zu flirten und dir einfach mal gezeigt, was möglich ist oder was du auch, wie du einfach auf Standardthemen verzichten kannst. Du brauchst nicht diesen klassischen Informationsaustausch. Wo studierst du? Was machst du? Obwohl wir diese Informationen auch in unserem Gespräch teilweise drin hatten. Wie lange bist du schon hier? Was sind deine Hobbys? Das sind natürlich alles Sachen, die du wissen willst, gerade wenn die Frau dich dann mehr interessiert. Aber das sind keine Sachen, die du jetzt unbedingt im ersten Gespräch einbauen musst. Du kannst es machen, du musst aber nicht. Also einfach mal, um deine Realität zu vergrößern von den Dingen, die möglich sind in einem Flirt. Und schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das hat dir gefallen, dieser Live-Flirt. Trag dich gerne für mein kostenloses Online-Coaching ein. Das kannst du, ich bin aber schlecht mit den Ecken, hier unten in der Ecke machen. Da kannst du abonnieren und da geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich mag es auch super gerne, wenn ihr mir Feedback gibt. Habt mir in letzter Zeit in den Kommentaren viel Feedback gegeben. Danke dafür. Gerne mehr davon. Feedback. Was gefällt euch? Wovon wollt ihr mehr sehen? Das ist ein Channel für euch, von mir. Möchte gerne meine Erfahrung mit euch teilen. Und wenn ihr mir sagt, was ihr braucht, dann liefere ich euch das. Insofern, dass es mit meiner eigenen Philosophie und dem, was ich hier tue, auch zusammenpasst. Schön, dass du dabei warst. Hier am Donnerstag, Samstag sehen wir uns wieder. Ich gebe dir einen Kuss durch die Kamera. Nicht no homo.
Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.